Du bist eine auserwählte Seele. Aktivierung deiner neuen Schöpfermacht. Meditation mit Energieübertragung. Während der gesamten Reise wird ein energetischer Prozess laufen, während du mit mir gemeinsam auf eine Bilderreise gehst, wird in dir die Schöpfermacht, die Schöpferkraft, du als Schöpfer, aktiviert, neu geboren. Es wird so viel mehr geschehen, als du glaubst, viel mehr. So lege oder setze dich jetzt hin, mache es dir bequem. Schließe deine Augen, um noch mehr bei dir anzukommen. Du, der wichtigste Mensch in deinem Leben, hierher gekommen, um sich selbst vollkommen als Schöpfer, Schöpferin zu leben. Aus dir selbst, aus deinem gesamten Energiesystem zu schöpfen, zu kreieren, zu gestalten und zu manifestieren. Doch war einst ein Zeitpunkt, wo du all deine Schöpfermacht verschlossen hast. Es gab viele Gründe in vielen Inkarnationen und auch durch dunkle Energien wurde deine Schöpfermacht blockiert, verschlossen, in einen Raum eingesperrt, wo du bis heute den Ausgang nicht gefunden hast. So hast du es dir inzwischen bequem gemacht, so wie du das möchtest. Erlaube dir, dich in dich selbst jetzt vollkommen hineinsinken zu lassen. In dich selbst. Und du sinkst immer tiefer und tiefer in dich selbst hinein. Währenddessen wird dein Körper vollkommen mit deiner Seele verbunden und du sinkst tiefer und tiefer in dich selbst hinein. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Es atmet dich. Du brauchst nichts zu tun. Dein Atem zeigt dir, es gibt nur das Jetzt. Genau jetzt kannst du atmen. Nicht gestern und nicht morgen. Alles ist im Jetzt vorhanden. Deine Zukunft, deine Vergangenheit. Und du erlaubst dir, vollkommen ruhig und entspannt, dich vollkommen hinzugeben und dich jetzt zu öffnen für eine wunderbare Reise. Und während dieser Reise wird
energetisch und auf Seelenebene deine Schöpfermacht aktiviert, geöffnet und mit einer vollkommenen neuen Energie geflutet und aufgefüllt. Ein sehr wertvolles und wichtiges Geschenk für dich. Du bist eine auserwählte Seele, die dies genau jetzt erhalten darf. Mit deinem geistigen Auge siehst du vor dir jetzt einen dunklen Raum. Ich bin an deiner Seite und begleite dich jetzt in diesen dunklen Raum. Ein Unterbewusstsein liebt Bilder und es kann wunderbar auflösen, wenn es Bilder bekommt. Solltest du keine Bilder sehen, macht das gar nichts. Alles geschieht jetzt zum Besten für dich. Du hast einfach die Absicht, jetzt zu reisen und ein klares Ja, das deine neue Schöpfermacht aktiviert wird, geöffnet. Und du durchflutet und durchlichtet wirst. Langsam entdeckst du in diesem dunklen Raum dich selbst. Ganz gekrümmt sitzt du in einer Ecke. Alte Kleidung an, du hast nichts. Es lässt sich erkennen, dass du arm bist, dass du alleine bist. Sitzend in einer Ecke, in einem Raum, der keine Türen und keine Fenster hat. Er ist vollkommen begrenzt. Der ist auch klein. Du hast nichts, absolut nichts. Du bist ein Opfer. Du bist in Mangel. Du bist in der Angst. Du bist in der Enge. Du bist im Dunkeln. Vielleicht kannst du die Temperatur wahrnehmen. Vielleicht ist es kühl oder sogar kalt. Wie lange sitzt du da drinnen wohl schon? Vielleicht kommt dir eine Zahl. Dieser Anteil von dir repräsentiert deine absolute Schöpfermacht. Dass du selbst Schöpfer bist, was du selbst schöpfen kannst, kreieren kannst, manifestieren, sodass du dich selbst vollkommen leben kannst. Und du kennst vielleicht den Beginn von Märchen, es war einmal. Es war mal ein Tag, eine Nacht, ein Vorleben oder mehrere, wo du deine Schöpfermacht in diesen Raum
gesteckt hast, blockiert hast, wo sie von außen blockiert worden ist, wo du Versprechen und Gelübde vielleicht abgelegt hast, sie nie wieder zu leben, zu verwenden. Manchmal war es auch gut, dass sie in diesem Raum war, damit sie beschützt ist. So viele Leben stecken in diesem Raum, was deine Schöpfermacht betrifft. So viel Dunkles, so viel Helles, so viel Niedrigschwingendes und Hochschwingendes hast du schon erlebt. Mal hast du geschöpft und es war ein reiches Leben. Es war voller Fülle und Freude, voller Glück und Zufriedenheit. Mal hast du nicht geschöpft. Warst in Armut und Mangel, in Leid. Was auch immer gewesen ist, das ist jetzt, genau jetzt, für immer und ewig unwichtig. Es war einmal und ist jetzt nicht mehr. Warum etwas war, ob's du es warst, ob's wer anderer war, ob es eine dunkle Macht war, ist jetzt für immer vollkommen unwichtig. Und gleich wird das alles, was vorher war, warum es war, wieso es war, inaktiv gesetzt werden, deaktiviert werden. Denn es war einmal und ist nicht mehr. Und das Neue liegt im Jetzt, jetzt, wo du bereit bist, auszusteigen, um aufzusteigen, wo du bereit bist, das alte Programm zu deaktivieren und das neue zu aktivieren. Es zählt nur jetzt. Und so wird jetzt all das Vergangene genau jetzt inaktiv gesetzt. Und du siehst, hier aus Zauberhand, da, wo du in der Ecke sitzt, plötzlich dein Herz sich öffnet. Ein Licht aus deinem Herzen strahlt. Herzöffnung geschieht jetzt. Aktivierung deines Herzdiamanten jetzt. Aus deinem Herzen strahlt Licht in den Raum. Es erhellt den Raum. Dieses Licht wird wie ein Laserstrahl, wird jetzt immer stärker und stärker und durchleuchtet und durchlichtet den gesamten Raum. Die Wände, der Boden, die Decke verlieren immer mehr
an Farbe. Sie werden immer durchsichtiger, klar, rein. Das Dunkle, alles löst sich auf. Du erhebst dich, gehst in die Mitte des Raumes und es leuchtet aus deinem Herzen wie aus einer Taschenlampe. Und du drehst dich und leuchtest mit diesem wunderbaren, wunderschönen Herzstrahl auf alle Wände, in alle Ecken, auf den Boden, auf die Decke. Und immer mehr lösen sich diese Wände, diese Grenzen, diese Enge, diese Kälte, alles auf. Immer mehr lösen sich alle Grenzen, alle Mauern, alle Wände. Alles, alles rund um dich. Jetzt vollkommen auf. Du stehst jetzt im Freien, unbegrenzt. Frei. Jetzt fällt die alte Kleidung einfach von dir ab und während sie abfällt, zerfällt sie zu Staub. Die Kleidung hat repräsentiert die Mangel-Opfer-Energie, die blockierte Energie in deinem Energiefeld. So hat sich jetzt in deinem gesamten Energiefeld das alles aufgelöst, unwiderruflich, dauerhaft, weil du ja gesagt hast. Es ist dein Wille, zurückzukehren zu dir, zu deiner Urfrequenz, zu deinem authentischen Sein. Du, der Schöpfer deines Lebens. Die Energie fließt und fließt und wirkt und arbeitet in deinem gesamten Energiefeld, Körper, Geist und Seele. Es geschieht so viel mehr jetzt, als du dir je vorstellen kannst. Und es wird noch so viel mehr geschehen. Fühle und spüre. Wunderbar. Und jetzt wird dir dein ganz persönliches Lichtkleid angezogen. Es ist so wichtig, dass alles, was du erhältst,
deine Frequenz, deine Schwingung trägt, sodass du frei wirst von Fremdenergien und Manipulation. Frei, absolut frei in dir, mit dir selbst, in deinem Leben hier auf der Erde. Bekräftige es. Ja, ich will. Es ist wichtig, dass du vollkommen hier Platz nimmst, verbunden mit Mutter Erde und Vater Himmel. Du trägst jetzt dein neues Lichtkleid. Und dieses Lichtkleid verbindet sich mit deinem physischen Körper. Und diese Verbindung führt zum Lichtkörper. Das Kleid verschmilzt mit deiner Haut, mit allen Zellen. Der ganze Körper beginnt zu strahlen, wie Milliarden Sterne am Himmel. All das ist Voraussetzung, dass du aus der Liebe schöpfst, Blockaden lösen, Altes entfernen, mit Neuen, mit deinen Urenergien verbinden, dann die Aktivierung und dann kannst du erst loslegen, alles vorher war aus Angst, Enge und Begrenzung, Mangel und niedrig schwingender Energie geschöpft. Jetzt, genau jetzt, wird das alles neu. Danke für dieses Geschenk. Dankbarkeit ist sehr wichtig, ist eine hochschwingende Energie. Danke für dieses Geschenk. Es wird mächtig viel bei dir gearbeitet und gewirkt, spüre und fühle. Wunderbar. Vielleicht wird dir auch ganz warm, denn du wirst durchflutet. Alles wird ins Fließen gebracht, all diese Blockaden aufgehoben, wie Staumauern, die in die Höhe gehen. Und der Fluss des Lebens endlich in dir zu fließen beginnt. So werden wir dich jetzt universal erden, kosmische Erdung in alle Richtungen. Dass du gut verankert bist, vollkommen hier bist,
geöffnet bist, um die Energie für deine Schöpfermacht zu empfangen. So lenke deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Beckenbereich. Entweder du siehst dich im Bild in dieser freien Landschaft stehen und siehst, wie dein Beckenbereich jetzt zu leuchten beginnt. Oder du stellst es dir vor, direkt bei deinem Körper. In deinem Beckenbereich. Schalte ich wie einen Lichtschalter ein. Eine goldene Kugel in deinem Beckenbereich, die jetzt aus dem Stillstand ganz locker und leicht in die Bewegung kommt und aus ihr fließt ein Strahl aus goldenem Licht tief in Mutter Erde zu ihrem Herzen. Ein Strahl aus goldenem Licht durch den Körper nach oben in die göttliche Urquelle. Ein Strahl aus der Kugel oder aus deinem Becken nach vorne in die Zukunft. Ein Strahl nach hinten, die Vergangenheit. Ein Strahl nach links und ein Strahl nach rechts. Dein Beckenbereich mit den Beinen und Füßen sind jetzt verbunden mit oben und unten. Lenke deine Aufmerksamkeit zu deinem Solarplexus, deinem Nervengeflecht ein Stückchen oberhalb des Nabels. Auch da aktivieren wir jetzt, wie wenn ein Lichtschalter eingeschaltet wird und eine goldene Kugel beginnt zu strahlen. Sie ist locker und leicht in einer Bewegung. Und ein Strahl geht wieder nach unten in Mutter Erde. Ein Strahl nach oben durch den Körper, die Urquelle oder Vater Himmel. Ein Strahl nach vorne, ein Strahl nach hinten, ein Strahl nach links und einer nach rechts. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Herzbereich. Und auch hier geschieht Aktivierung und Öffnung. Und es leuchtet aus deinem Herzen ein Strahl durch den Körper nach unten in Mutter Erde. Und nach oben, Vater Himmel, der Urquelle. Ein Strahl nach vorne, ein Strahl nach hinten, ein Strahl nach links und einer nach rechts. Mach es spielerisch, locker und leicht. Und lass deiner Fantasie freien Lauf.
Wenn du auch nicht siehst durch die Absicht, geschieht es trotzdem. Und wenn du es anders siehst, dann ist es so gut für dich. Erlaube einfach, dass es geschieht. Wunderbar. Drei Bereiche: Becken, Mitte, Herzbereich. Und alle in alle Richtungen verbunden. Jetzt werden all diese Strahlen verbunden für dich, wie zu einem goldenen Gitternetz. All diese Strahlen, alle, die nach vorne strahlen, alle nach hinten, alle links und nach rechts, nach unten und nach oben, werden jetzt vollkommen verbunden, vereinigt. So vereinigt sich jetzt in dir Zukunft und Vergangenheit, das Hier und Jetzt. Vereinigt sich oben und unten, links und rechts. Vereinigt sich männlich und weiblich, Mutter Erde, Vater Himmel. So vereinigt sich jetzt Mutter Energie, Vater Energie, Mann und Frau Energie. Jeder einzelne Strahl verbindet sich mit allen anderen. Vernetzung geschieht, ein Miteinander, ein Gleichklang, ein einziges Licht. So verbindet sich Körper mit allen unsichtbaren Körpern, die Aura mit allem, die Meridiane mit allem, dein Körper. Als Lichtkörper wird jetzt mit all diesen Lichtstrahlen ebenso verbunden. Ein einzigartiges Licht. Die Erde als goldene Kugel, die Mutter, die dich trägt, hält und nährt, beginnt ihren Aufstieg. Sie steigt unter deinen Füßen höher und höher. Du kehrst zurück zu deiner Urmutter. Sie verbindet sich jetzt mit deinem wunderbaren Licht. Die Mutter nimmt dich wieder vollkommen in ihr auf. So kehr zurück, der Urvater. Der Himmel, die Quelle als goldene Kugel, kommt dir jetzt immer näher und näher. Du kannst ganz locker und leicht Nähe zulassen, die Liebe wieder leben. So fließt auch diese wunderbare Energiekugel über dich. Der Vater nimmt dich auf in sich, in seiner Mitte. Vater und Mutter, oben und unten, weiblich und männlich. Zukunft und Vergangenheit, jetzt, Körper, Geist und Seele, unsichtbare Körper, Mentalkörper, Emotionalkörper, spiritueller Körper, Unterbewusstsein, Überbewusstsein, Bewusstsein, alle Zellen, Zellgedächtnis, alle Zeitepochen. Alles vereinigt sich jetzt
zu den mächtigsten Energiefeld, das du noch nie gewesen bist, das jetzt, genau jetzt wiedergeboren wird, genau jetzt vollkommen neu entsteht. Eingebettet in die Liebe, in das Licht, kannst du jetzt aus diesem Energiefeld, das du bist, schöpfen, kreieren, manifestieren. Lass dir Zeit und habe Geduld. Du wirst es fühlen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, aktiv zu werden. All das, was jetzt für dich geschehen ist und geschenkt worden ist, wird noch 7 Tage nacharbeiten. Vertraue einfach. Bleib positiv in deinen Gedanken. Lebe in der Freude. Halte deine Schwingung hoch. Du bist jetzt mit allem verbunden, kosmisch-universale Erdung verankert, Schöpfermacht aktiviert. Ich beglückwünsche dich, du wunderbare auserwählte Seele. Danke, dass du mit mir diese Reise gemacht hast. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du auch anderen diese Reise zuteil werden lässt. Damit machst du auch mir ein Geschenk. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.